Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch eine Limited Edition von der Goodie Box und zwar habe ich hier die Gel Collection Box. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box kostet 44,95 € und ihr bekommt hier Produkte im Wert von über 92 €, also ihr habt echt eine krasse Ersparnis. Und ich glaube, dass bestimmt viele von euch auf diese Box abfahren werden. Deswegen habe ich euch einen Link dazu in die Infobox mal reingesetzt. Ich habe sie jetzt zugeschickt bekommen, um sie euch vorstellen zu können. Da ich selber keine Gelnägel verwende, möchte ich diese komplette Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video auch in der Infobox. Schau da gerne mal rein. Das Ding ist nämlich, es gibt ja verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die Leute, die Nagellack tragen. Es gibt die Leute, die Nagelfolien tragen. Es gibt die Leute, die Gelnägel verwenden. Also es gibt so unterschiedliche Arten jetzt mittlerweile, ne, sich die auch zu Hause selber zu machen. Und ja, da finde ich einfach cool, dass die Goodie Box da gesagt hat, okay, wir gehen jetzt mal in diese Nische rein und machen da eine exklusive Box, eine Limited Edition und machen da sicherlich jemanden glücklich, der immer schon mal drüber nachgedacht hat, sich sowas zu Hause zu machen. Denn hier haben wir alles drin, was das Herz begehrt. Und ich finde das mega unterstützenswert. Wir haben auch hier bei dieser Limited Edition das klassische, wunderschöne Boxendesign. Ich liebe diese Farbe, also das haben die echt toll gemacht. Und da schauen wir mal, wie wir da entsprechend beschenkt werden, ne? Weil im Prinzip werden wir ja mit der Hälfte der Produkte beschenkt. Da haben wir jetzt auch nochmal die Information, dass wir hier eine LE haben. Da kann man den QR-Code scannen, um nochmal intensiver zu den Produkten zu kommen. Das Ganze ist auch in Zusammenarbeit mit The Gel Collection entstanden und es wurden auch wurde auch die Farbe ausgewählt, die Community ausgewählt hat, was ich auch schön finde. Also wir haben hier drin ganz klassisch, klar, braucht man Nagelfeilen, also das ist eine Grid 100-180er Medium, ups, Nagelfeile. Genau, da haben wir einmal hier die 180er Seite und hier die Chorus 100er Seite, dass man da auch entsprechend seine Nägel feilen und in Form bringen kann und ja, natürlich halt auch die ganzen Geschichten runterbekommt. Dann haben wir hier auch noch eine Bufferfeile. Oh, die sieht ja auch cool aus. Auch das 180-100er, ne? Die ist dann auch ein bisschen dicker. So schaut die aus. So, dann haben wir hier natürlich Rosenholzstäbchen drin. Also Wooden Sticks, 5 Stück. Damit kann man zum Beispiel die Nagelhaut zurückschieben oder ja, wenn irgendwie auch vielleicht an die Seite Gel geflossen ist, das Ganze dann damit so ein bisschen korrigieren und so, ne? Muss man auf jeden Fall mit dabei haben. Wenn ich meine Nägel mache, brauche ich das auch zu Hause. Auch super wichtig ist ein Cleaner. Und zwar haben wir hier 50 Milliliter drin. Damit kann man seine Nägel dann entsprechend vorbereiten, dass sie auch wirklich fettfrei und sauber sind, dass man dann auch die Maniküre richtig drauf machen kann und dass sie halt vor allem hält. Und wenn man sich halt Gelnägel drauf macht, die halten ja so lange, bis sie halt rausgewachsen sind. Ne? Also ich hatte damals auch sehr, sehr lange Gelnägel, weil unsere Nachbarin das auch tatsächlich zu Hause gemacht hat und mir dann auch die Nägel gemacht hat. Und das hat einfach bombenfest gehalten bei mir. Das war unglaublich krass. Trotzdem, dass ich halt so runde Nägel habe. Ne? So, jetzt gucke ich mal, wie hier so die, genau, wie die Reihenfolge ist. Da habe ich hier nämlich einmal, Quatsch, hier, den Hard Base Coat. Und zwar sind hier 5 Milliliter drin. Das trägt man dann als erstes auf und ja, lässt es dann entsprechend unter der Lampe aushärten, damit man da schon mal so eine, ja, Vorbereitung hat, dass der Nagel auch jetzt nicht irgendwie von der Farbe nachher ja, nicht tangiert wird, um das mal so zu sagen, dass es da nicht direkt drauf kommt. Ich verwende auch immer eigentlich einen Basecoat, wenn ich Nagellack verwende. Ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es den Nagel mehr schont und ja, deswegen finde ich es cool, dass wir hier auch einen kleinen Nagelhärter, ist es dann ja auch fast schon, oder? Hard Basecoat mit drin haben. Finde ich auf jeden Fall schön und passt da auch echt zu. Und was ich auch richtig schön finde, ist die Farbe The Gel Collection Blushing Happy Moments 819 ml. Da habe ich auch hart überlegt, ne? Als ich die Farbe halt auch gesehen habe bei dem Pressebild, ob ich nicht dann doch die Box behalte und so. Das Ding ist aber halt, ich mache mir ja mindestens 5 Farben auf die Nägel. Dann verlose ich die Box einfach lieber an jemanden von euch, ne? Auch wenn das richtig krass halten wird. Und ich habe das damals, glaube ich, so gekriegt, dass sie mir 2 Schichten drauf gemacht hat, ne? Und das hier ist dann natürlich auch eine bisschen einfachere Applikation, weil das kommt ja mit dem Pinsel, ne? Und dann kannst du es halt so drauf pinseln wie halt ein Nagellack, aber es ist halt richtig, richtig krass haltbar. Und dann zum Abschluss haben wir noch den Top Coat No Wipe. Okay, ich glaube, das ist die Farbbezeichnung, ne? Und auch hier sind 5 Milliliter drin enthalten. Und damit kann man dann so ein wunderschönes Glossy Finish draufgeben, dass auch alles
perfekt aussieht und richtig gut hält. Dann haben wir hier auch noch mit dabei die Lint-Free Wipes, 20 Stück. Die sind dann natürlich dafür da, dass man den Cleaner zum Beispiel auch mitverwendet, ne? Dass man da auch alles schön vorbereiten kann mit den Dingern. Und das ist natürlich das Highlight des Ganzen, The Gel Collection. Das ist die UV-LED-Lampe, The Dual LED Flash Smart, so heißt sie. Diese Box wird ja verlost, aber ich möchte trotzdem das hier einmal auspacken, um euch zu zeigen, wie die Lampe so aussieht, wie die Anschlüsse so sind. Ich glaube, das interessiert euch schon, ne? Weil das ist ja auch das Herzstück des Ganzen. Klar, natürlich auch die ganzen Einzelprodukte, die noch sonst so mit dabei sind. Aber so eine UV-Lampe, die ist ja auch immer, da kommt es ja auch immer drauf an. Die soll sich ja auch gut anfühlen, ne? Das schauen wir jetzt mal zusammen einfach rein. Ich finde es auch sehr, 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 sehr cool tatsächlich, dass man sowas auch schön zu Hause machen kann, um da halt einfach, ja, sich Zeit und Geld zu sparen und das immens. Also wenn man drüber nachdenkt, 44,95 kostet diese Box und wenn ich halt so mir die Nägel habe machen lassen, da zahlst du ja auch 50 Euro für, ne, für einmal. Und hier kannst du dir ja ziemlich oft die Nägel machen und du kannst es ja auch auf die Füße zum Beispiel machen, ne, das ist auch super praktisch. Genau, hier ist dann auch nochmal eine Beschreibung drin, wie man das dann anwendet. Dann haben wir hier die Anschlüsse. Das ist einmal hier ein ganz normales USB-Kabel. Da haben wir auch hier nochmal, das finde ich auch super, ein Netzteil mit dabei, ne? Dass du das dann auch entsprechend anschließen kannst. Und dieses Teil ist ein, ich glaube, USB-C-Anschluss oder so? Nein, es ist auf jeden Fall ein USB-Anschluss, der nicht mehr in mein Handy passt. Genau, weil da halt oben nochmal diese andere Rundung mit drin hat quasi. So, und hier haben wir dann auch die Lampe. Oh, die fühlt sich sehr, sehr gut an. Die kannst du dann natürlich auch, wenn du, ja, ich sag mal, auch andere Designs verwendest und so, ne, kannst du die ja auch damit verwenden. Das ist ja für UV und für Gel-Nagellack geeignet. Oh, wow. Die schaut richtig gut aus. Und hier hast du, achso, guck mal, Flash Cure 10 Sekunden und 90 Sekunden. Also du hast hier auch zwei verschiedene Stufen, die du einstellen kannst. Das heißt, eine normale Aushärtsstufe sind dann 90 Sekunden. Und wenn du mal eben, keine Ahnung, nochmal irgendwie drüber gehen willst, kannst du hier nochmal 10 Sekunden einstellen, ne? Das ist manchmal wirklich ganz praktisch. Und du hast ja auch richtig viel Licht unten drunter. Also ich glaube, die hat was. Also ich glaube, die kann wirklich was. Fühlt sich auch ganz gut an. Liegt aber trotzdem leicht in der Hand, ne? Also so ist es nicht. Ich weiß jetzt nicht. Da ist auch noch irgendwie so ein, ich glaube nicht, dass die mit WLAN verbunden werden kann, oder? Weil da ist halt auch noch so ein Ding drauf. Ich glaube, das ist einfach Design. Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall die Box, die man sich so für 44,95 kaufen kann. Wie gesagt, ich finde es mega cool, wenn man sowieso sich sowas mal zu Hause einfach mal zum Ausprobieren halt holen wollte, ist man hier mit dem Preis definitiv super unterwegs, weil du sparst halt ordentlich, ne? Und einfach mal so für sich selber, um zu gucken, gefällt mir das? Gefallen mir überhaupt Gelnägel auf meinen eigenen Nägeln und so, ne? Also dafür ist es wirklich gut zum Ausprobieren. Meine Meinung halt, ne? Ach nee, Quatsch, du kannst es ja auch noch zur Seite machen. Ach, du kannst ja auch noch Batterien reinmachen. Das finde ich cool. Das ist kein WLAN-Zeichen, das ist ein Du-kannst-mich-hier-öffnen-Zeichen. Richtig geil, weil dann brauchst du nicht immer ein Kabel. Das ist wirklich praktisch, Leute. Das ist cool. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was habt ihr für Nägel? Und ja, wie ist so eure Meinung über die Box? Und ja, das würde mich echt interessieren, ne? Das wäre es hier gewesen, wenn es dir gefallen hat. Ich bin ein bisschen verpeilt, es ist warm. Dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.